Oh, wir haben einen Brief bekommen. Nämlich von der Honigbiene. Wir kriegen anscheinend ein One-Up, da wir den Secret Power-Stern beim letzten Part gesehen haben. Willkommen auf jeden Fall zu dem siebten Part von Super Mario Galaxy 2. Beim letzten Part haben wir ja diesen Secret Star geholt, deswegen ja auch diesen One-Up. Hier haben wir schon mal die Galaxie beendet. Jetzt gibt's nur noch, also einmal würde ich noch vielleicht die Brüsselbrock-Galaxie eines Tages mal schauen, aber vielleicht kommt, sonst wäre hier eigentlich ein Fragezeichen. Na gut, erstmal nicht. Wir gehen zur Sinkfluggalaxie in diesem Part. Und ich hoffe, dass auf jeden Fall euch schon mal teilt, dieses AP-Projekt schon mal euch auf jeden Fall unterhält, auch dass es schon relativ kurz ist. Ich weiß, bei Mario Bros. War es ziemlich lang. Vor allem, es tut mir natürlich auch leid, da hatte ich keine Gedanken, weil ich hatte nur ja gesagt, Intro, Outro hinzufügen und versuchen, nicht so lang zu machen. Und auf jeden Fall an eins kann ich mich erinnern, der achte Part, schon fast 40 Minuten lang, da habe ich ja auch schon entschuldigt. Und ja, auf jeden Fall hier in dieser Galaxie müssen wir anscheinend das Fliegen lernen. Einen Blick. Wie? So müssen wir es machen, okay. So, da macht man sozusagen, man fliegt da somit schneller. Nach links, okay. So, dann soll man hier nach unten sinken. Gut. Kann ich jetzt anfangen? Ah ja, da drüben sieht man noch die Kometenmünze, die kriegt man aber nur, wenn man alle Tore durchflogen hat. Da gibt es Tore, da sieht man schon den ersten und da fliegen wir jetzt gleich hin. Let's go! Wir müssen auch an dieser bestimmten Zeit das machen, sonst kriegen wir sowieso die Kometenmünze nicht. Da müssen wir sowieso dann nochmal von vorne anfangen. Okay, nach unten, weil ich habe jetzt nur auf die Sternteile geachtet. Vor allem, ich bin mir nicht sicher, ob man wirklich da unten gehen muss, aber ehrlich gesagt nicht. Ich bin immer hier gegangen, wegen dem One-Up. Da habe ich mir gedacht, der würde mir vielleicht etwas bringen. Hat er aber die ganze Zeit nicht gemacht. Da, wenn man ja... Scheiße. Oh, das war knapp. So, okay, jetzt können wir weiterfliegen. Okay. Wir sind bisher allen Toren hingeflogen, die wir gesehen haben. Ich fliege mal nach links. So, hier ist erstmal noch kein Tor, aber gleich kommt das letzte Tor. Und dann, da drüben ist es. Und, geschafft. Ja, okay, jetzt müssen wir nur noch treffen. Yes. Und wir kriegen auch sogar Sternteile als Belohnung. Yay. Wir haben es geschafft. Das ist somit unser erster Stern, plus auch die nächste Kometenmünze. So. Alles klar. Wir haben hier in der, keine Ahnung was, Galaxie, ich habe den Namen vergessen, schon mal den ersten Stern. Sehr gut. Auf jeden Fall werden wir hier ganz klar noch zurückkommen. Ich kann mich sogar noch erinnern, da hat mich eine Mission richtig abgefuckt. Und wir werden sie sogar einmal noch in einer anderen Galaxie sehen. Allgemein auch normal, glaube ich. Und dann einmal, wie das auch dort drüben kommen wird. Okay. Somit noch ein Weg freigeschaltet. Aber da gehen wir erstmal natürlich immer noch nicht hin. Denn wir sind nicht fertig mit der zweiten Welt. Erstmal hier ist ja natürlich nicht zu sagen. Da kriegen wir wahrscheinlich auch einen Brief. Glaube ich zumindest. Okay, hier gibt es eigentlich 3 Sterne. Nicht 2, sondern 3. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, wie, also hier, geheimnisvoller Zwillingswasserfall, ja, das ist schon mal auch ein Hinweis darauf. Und dann gab es auch sogar einmal eine Gourmet-Nummer, die sieht man jetzt nicht, aber es gab da auf jeden Fall noch einen Stern. Ich musste überlegen, woher das war, der dritte, also da gab es 3 eigentlich. Na gut, damit es schneller geht, nehmen wir auf jeden Fall den Koopa-Panzer, denn damit kann man viel schneller rennen. Okay, jetzt hat es erst gemacht. Nicht, dass jetzt mein Nunchuk auch spinnt, so wie der von Last Gaming vorher. Aber meine funktioniert gut. Vor allem, ich habe meinen von einem guten Freund geschenkt bekommen. Natürlich immer noch Ehre an ihn. Vielleicht was ist das? Nee, oder? Aber doch, man kann hier durch. So, erstmal Luft eingefangen. Damit Mario wenigstens nicht wirklich erstickt. Aber gut, man hätte es auch damit machen können. Der ist gefährlich. Okay. Holen wir erstmal die Kometenmünze, damit wir das schon mal hinter uns haben.
Ich muss halt überlegen, wie man nochmal den dritten Stern geholt hat. Ich habe vergessen, nur wie. Na gut, ich würde sagen, wir kümmern uns erstmal um den Gourmet-Lummer. Denn, wenn ich mich nicht irre, man braucht 15 Münzen. Ist das dein scheiß Ernst? Nur wegen dem Ding ist der Panzer weg. Also wir haben bisher nur eine Münze, schon mal zum Hinweis. Habe ich gerade gesehen. Und wir brauchen 15. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal durchsuchen. Da. Nehmen wir erstmal die hier, dann haben wir wenigstens zwei. So, schon. Da müssen wir hin. Kommt schon. Dann knall ich irgendwie dagegen oder so. Keine Ahnung. Oh, das hat jetzt fast geholfen. Okay, jetzt haben wir wenigstens 5. Auch was Gutes. Okay. Erstmal eine Kurve. Okay, jetzt brauchen wir einen geraden Weg. Alter, ist das euer Scheiß Ernst? Jetzt habe ich nur eine bekommen, jetzt habe ich 6. Na gut, besser als nichts. 7. Wenn ich jetzt die zwei noch erwische, habe ich 8 und 9. Wo sind die? Da. Alter. Das kann jetzt schon lange dauern. Das kann jetzt schon lange dauern. Warte. Da. 8 und 9. Sehr gut. Jetzt haben wir Münzen 8 und 9. Fehlen nur noch 6. Oh. 1 und 3. Oh, das sind perfekt 6. Sehr gut. So, dann müsste ich noch... Ich werfe ihn einfach mal weg. Dann kann ich wenigstens leichter das machen. Ich weiß, es wird dafür länger dauern, aber... Als ob! Okay. Jetzt. Wir kümmern uns lieber jetzt um den Gourmet-Lummer. Und dann können wir weitermachen. Also, ich weiß noch, dass hier was sein soll. Ich glaube, es ist mit diesem Pinguin hat es sich was auf sich. Aber um den kümmern wir uns später... es soll hier noch irgendwas sein, aber ich habe vergessen, was. Es waren hier doch 3 Sterne, oder irre ich mich gerade? So, egal. Erstmal Gourmet-Lummer, danach können wir zurück. So, hier dann essen. Obwohl, sind nicht 15 Münzen ein bisschen zu wenig? Ja gut, wenn man überlegt, dass das Level ein bisschen kompliziert ist, dann... Gut, kein Boss. Nee, ich glaube in diesem Part werden wir, glaube ich, keinen Boss sehen. Aber der hier ist das Problem. Nur die Musik ist toll. Bitte geht an diesen Schalter dran, weil man muss es safe einfrieren lassen. Ich bin mir zu 100% sicher. Oh, da ist er. War das jetzt Zeitverschwendung so ein Teil, aber... Okay, jetzt habe ich nur noch die Chance, weil das macht ja an einer bestimmten Zeit. Komm. Ja, du bist schneller. Let's go! Du warst doch bei Mario und Sonic bei Olympischen Winterspielen dabei, oder nicht? Ist das dein scheiß Ernst? Das ist nicht dein scheiß Ernst! Mann! Komm schon! So, nochmal. Sonst mache ich meinetwegen Long Jumps. Wupp! Was ist das für ein Long Jump, Mann? Komm schnell. Ich schwöre, der regt mich auf. Ich bleib hier. So. Nochmal. Ich muss jetzt immer schauen, wo der hin will. Okay, hier. Schwinde. Ja, ich hab dich endlich! Scheiß Mistvieh, ey. Ups, jetzt habe ich ein schlechtes Wort gesagt. Vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen. Ich glaube, ich hasse jetzt Hasen, aber Kaninchen nicht. Ich hatte mal einen. Der war voll süß, aber er ist durch Alter gestorben. Also, durch sein Alter. Das ist schon traurig, muss ich sagen. Ich hatte ihn lieb gehabt, aber jetzt habe ich ja 2 Katzen. So, wir müssen auf jeden Fall zurück zu der einen Galaxie. Natürlich treffen wir uns nicht nochmal mit den Hasen. Ich will ihn nie wiedersehen. Aber ich werde ihn noch irgendwie sehen. So, Cosmobucht-Galaxie. Ich hab doch gesagt! Habt ihr es gerade gesehen? 3 Sterne sind da. Ich hab's ja gesagt. So.
Und zwar, die sind beide hier. Die sind beide hier. Wenigstens das Gute ist, wir haben schon mal die Kometenmünze. Das nimmt uns schon mal Zeit. Okay, ich würde sagen, wir fangen erst an mit... Also, wenn wir es finden sollten... Ah, nee, da gibt's eine Mission noch. Ich glaube, ich weiß es noch, aber ich glaube, wir beenden zuerst die normale Mission. Und danach kümmern wir uns um den dritten Stern. Warte, machen wir jetzt mal das hier. Kommen wir damit... Ist das euer Ernst? Ja gut, ich habe Sternteile bekommen. Ja, das ist schön. Aber das hat mir nicht viel gebracht. Gerade hat es mir nicht viel gebracht. Oh, scheiße, der Kugelfisch wieder. Vielleicht ist es ja auch dieser... Wie heißt er? Barfisch oder so? Von Pokémon? So. Ich würde sagen, also, weiche. Ich muss überlegen. Ah, ich glaube, ich weiß wie. Also, wie man den dritten Stern bekommt. Das ist, hat jetzt nichts mit Wasser zu tun, sondern wie beim Hasen muss alles in Eis verwandelt werden. Ja, ich weiß schon, wie man hier Schlittschuh läuft. So. Wir gehen mal zu diesen Herren. Vielleicht weiß er etwas. Oder vielleicht ist er einer der Gründe dafür. Nee, anscheinend nicht. Na gut. Dann machen wir jetzt erstmal die normale Mission. Dann haben wir uns, haben wir schon das hinter uns. Weil sonst könnten wir auch in diesem Part 4 Sterne holen. Dann wäre es auch krass. So. Und da ist er. Oh, was ist denn das? Das ist eins der Orte, wo wir hingehen müssen. Jetzt erinnere ich mich, aber wie man ihn bekommt, das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, man muss einen Lummer befreien oder so. Das kann sein. Das werden wir gleich sehen. Wir gehen natürlich weiter. Wir sind ja gerade von der Zeit relativ gut, muss ich sagen. So, hier. Bei der Kosmobruch-Galaxie. So. Steht da hier ein extra... Ja, okay. Dann, ja. Jetzt ergibt es Sinn. Wir sollen einen Schlüssel holen. Damit befreien wir einen Lummer. Ja, wir sollen hier durch. Und dann geht's halt. Nicht, dass es jetzt auf einmal doch falsch ist. Nee, das ist bestimmt der dritte Stern. Das bleibt hier alles eingefroren. Jedoch, das Problem ist, dass hier der Lummer eingesperrt ist. Und wir müssen ihn befreien. Ich muss nur schauen, wo der Schlüssel war. Ach nee, der Schlüssel kommt aus dem Schloss, glaube ich. Bitte? Ey, ich schwöre, ich habe keine Ahnung. Ah, hier. Hier ist die Röhre. Da müssen wir hin. Vor allem, hier ist der Long Jump eindeutig länger. Nein, nicht so wie mein... Na gut, das will ich nicht sagen. Und das ist auch nicht wahr. Glaube ich zumindest. Ach, wieso spreche ich darüber? Na gut. Ja, mit A schwimmen, das weiß ich. Braucht mir niemand sagen. So. Okay, was ist hier drin? Sternteile. Noch mehr Sternteile. Ein Checkpoint. Warte, da muss hier noch was sein. Wow, eine Münze. Na gut, um besser zu sein. Um es zu sagen, besser als nichts. Ich würde sagen, wir schwimmen jetzt einfach mal weiter. Schöne Fischis hier. Von Fischen bin ich nicht ein großer Fan, aber. Natürlich bin ich ja eher der Katzentyp. Darum habe ich ja auch zwei. Einer liegt gerade auf meinem Bett und die andere, keine Ahnung, wo die ist. Ich schwöre, ich muss jetzt mal das sagen. Galaxy 2 ist ehrlich gesagt ein tolles Spiel. Es macht mir echt Spaß, das Spiel zu Let's Playen. No joke. Es ist auch schön, das mal wieder zu spielen. Echt jetzt. Vor allem, ehrlich gesagt muss ich mich dann an Let's Gaming bedanken, weil... Da er Galaxy 1 beendet hat, habe ich mir auch gedacht. Ich tue das! Oh, okay, wenigstens habe ich die Münze auch bekommen. Gleich direkt nachdem ich getroffen wurde. Also, es macht mir Spaß, ja. Ich habe nur Galaxy 1 nicht gleich als nächstes Projekt genommen, weil ich es nicht so sehr mag wie Galaxy 2. Galaxy 2 ist einfach ein Kindheitserlebnis, das ich hatte. Und das ist. Was, Mietzi? Ja. Mietzi! Mietzi, ich bin jetzt fast wegen dir gestorben. Ja, ihr denkt jetzt wahrscheinlich einfach mit Absicht auf die Katze schieben, aber das ist nicht so. Mietzi ist hier. Ich würde zwar jetzt zeigen, aber keine Lust.
Na gut, ich könnte es zeigen und dann hätte ich sagen können, keine Lust, aber was soll's. Komm nach oben. Okay. Noch wenigstens die Sternteile. Da. Okay, und hopp. Münzen einsammeln. Oh, warte, das kann ich noch schnell holen. Also, das schaffen wir. Ja, und dann schnell. Oh, wenigstens bin ich darauf gelandet. So. Wollen wir mal weiter. Diesmal bleiben wir fürs Erste hier drin, bis es weitergeht, obwohl der Long Jump davor jetzt war jetzt eigentlich vollkommen unnötig. Toll. Was bin ich ja auch für ein Genie. So, wir müssen hier jetzt nach oben. Weil rechts von uns ist ein schwarzes Loch. Da ist der Schlüssel. Der führt uns dann... Kommt schon, geh nach oben! Hä? Will er mich komplett verarschen? Warte, gehen wir hier hin. Okay. So geht es auch. So geht es auch. Ach Mist, jetzt muss ich schon wieder warten. Toll. Aber manchmal, wenn ich auch sage, das macht mir Spaß, das tut natürlich immer noch. Manchmal nervig ist es trotzdem, ich sag mal, weil ich selber keine Skills habe. So. Oh, Sternteile. Na gut, ich konnte nicht alle einsammeln. Egal. Checkpoint wenigstens. So, hier müssen wir hin. Da ist auch der Powerstern. Frage ist, wie kommen wir darauf? Nämlich, auf jeden Fall wird uns der Wirbelbohrer helfen. Jedoch, die Sache ist halt, wie ist ja die Frage. Natürlich, ganz klar, wir müssen hier bohren, um die richtige Stelle herauszufinden. Okay. Wir müssen auf die andere Seite. Oh, ich denke, wir müssen hier hin. Ich weiß es nicht. Oh, ich war richtig. So, sehr gut. Und jetzt müssen wir halt irgendwo... Ah, hier sollten wir eigentlich hineinbohren. Aber wir brauchen den Schlüssel. Frage ist, wie bekommen wir den Schlüssel? Kann ich den kaputt machen und eine Münze bekommen? Kriege ich? Aber der andere war im Weg. Sehr gut. Wo ist denn jetzt der Schlüssel? Also hier bin ich rausgekommen. Okay, hier ist wenigstens der Wirbelbohrer. Wir müssen erst mal schauen, wo der Schlüssel ist. Schauen wir mal. Der muss irgendwie hier sein, oder? Vielleicht dort, wo ich nicht gebohrt habe. Also hier. Nein. Oder muss ich dafür Gegner töten oder so? Also die muss ich wahrscheinlich nicht töten. Aber ich muss safe die auf der anderen Seite töten. Kann ich mir vorstellen. Okay, machen wir das erstmal. Da! Hab ich doch gewusst. So. Machen wir weiter. Wir gehen erstmal da drüben. Weil man hat schon ein bisschen Wasser gesehen. Ja, es ist verstopft. Wir befreien das jetzt. So. Und so können wir auch leichter natürlich hingehen. Also das Wasser. Nicht das Wasser holen. Den Stern. Somit haben wir dann wieder 4 Sterne gemacht. Ja, nicht gemacht, sondern geholt. Ja. Ich würde sagen, dass es für heute war, weil damit wir es ein bisschen kurz halten. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben jetzt 4 weitere Sterne geholt, wieder eine Galaxie komplett. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, Leute. Lasst alle bitte ein Like da und ein bisschen Liebe und abonniert auf Ehre einen meiner besten Freunde, 18ator9001 und ein Zeichen von 18ator.